Duisburg-Ruhrort. Ein Stadtteil zwischen Hafen, Kreativszene und Chemieromantik. Und zukünftig auch umweltneutral? Das versucht zumindest das Projekt Urban Zero, denn es will dafür sorgen, dass Ruhrort bis 2029 so wenig umweltschädliche Emissionen ausstößt wie möglich. Damit das gelingt, braucht es aber auch die Ruhrorter Bevölkerung. Und für die gibt es mit dem Umweltlokal nur noch eine eigene, neue Anlaufstelle. Wir sind halt der zentrale Anlaufpunkt für die Bürger, wenn sie sich über Urban Zero informieren wollen. Wir sind Ratgeber, Wegweiser, Vermittler. Am 13. Mai wird das Umweltlokal im Rahmen des ersten Urban Zero Festivals offiziell eröffnet. Ab dann wird Olaf Krämer als sogenannter Kümmerer bei Fragen rund um das Projekt Rede und Antwort stehen. Seit mehr als 20 Jahren lebt er in Ruhrort, kennt die Leute und die Leute kennen ihn. Deshalb hofft er, dass die Menschen keine Scheu haben werden, mal im Umweltlokal vorbeizuschauen. Ja, ich hoffe, dass möglichst viele Ruhrorter hier vorbeikommen. Auch Leute, die mich vom Sehen schon kennen und einfach neugierig sind. Was macht der da jetzt in dem neuen Laden, dass die Leute einfach nicht nur aus Neugier kommen, sondern auch gezielt schon mal Fragen haben, dass wir uns die vormerken können, dass die Leute wissen, was hier Sache ist. Das Festival wird neben dem Umweltlokal auch auf dem Neumarkt, dem Haniel Campus und dem St. Maximiliansplatz stattfinden. Dort soll es ebenfalls Informationen zu Themen wie Konsum und Nachhaltigkeit geben. Herzstück ist aber das Umweltlokal. Auch für Katrin Witthaus ist eine zentrale Anlaufstelle besonders wichtig für das Gelingen des Projekts. Also alle Ideen und Pläne sind ja schön, aber es funktioniert halt nur, wenn wir das mit den Ruhrortern gemeinsam haben. Und hier wollten wir gerne eine Anlaufstelle schaffen. Wir haben den Olaf, einen Kümmerer vor Ort, einen Ansprechpartner, ein offenes Ohr. Und würden uns halt freuen, wenn möglichst viele Ruhrorter immer wieder hier vorbeikommen, gucken, Anregungen geben, Ideen mitnehmen und einfach hier so der zentrale Anlaufpunkt für das ganze Projekt Urban Zero wird. Das Festival soll der Startschuss sein für Urban Zero. Aber auch für die Zeit danach sind bereits erste Veranstaltungen im neuen Umweltlokal geplant. Fest geplant sind zum Beispiel Veranstaltungen, in denen den Bürgern Umweltkonzepte vorgestellt werden. Zum Beispiel wie im privaten Bereich die Entsiegelung von Oberflächen für eine bessere Wasserversickerung ermöglicht werden kann. Seminare zum Thema Müllentsorgung, Müllvermeidung, Energieeinsparung und halt alles, was damit zu tun hat, soll hier in Form von Vorträgen, Seminaren, Arbeitsgruppen halt erarbeitet werden. Bis es soweit ist, gilt es aber erst einmal noch ordentlich anzupacken und die letzten Vorkehrungen für die große Eröffnung zu treffen. Ruhrort steht also vor einem ambitionierten Projekt und einer großen und nachhaltigen Veränderung und das im wahrsten Sinne des Wortes. Was es aber braucht, damit Ruhrort 2029 wirklich zum ersten weltweit umweltneutralen Stadtteil wird und was Umweltneutralität eigentlich genau heißt, das wollen wir jetzt noch etwas genauer besprechen und dürfen dafür Peter Weidig bei uns im Studio begrüßen. Er arbeitet bei Haniel und ist bestens im Bilde mit allem, was das Projekt Urban Zero betrifft. Wir haben uns aufs Du geeinigt, deswegen herzlich willkommen, Peter. Ja, schön, dass ich hier sein darf, Thiel. Ruhrort soll umweltneutral werden, ein Begriff, der vielleicht noch nicht ganz so geläufig ist wie Klimaneutralität. Deswegen lass uns auch gerne da einmal noch anfangen. Was bedeutet Umweltneutralität denn eigentlich? Ja, in der Tat. Wir sprechen, glaube ich, alle immer über Klimaneutralität. Umweltneutralität ist ein ganzheitliches Konzept. In der Klimadebatte sprechen wir eigentlich über die Klimaerwärmung, vorwiegend durch die Treibhausgase. Dabei gibt es ja ganz viele andere Faktoren, die unser Ökosystem bedrohen. Nehmen wir einfach nur mal das Thema Biodiversität, Sicherung von Böden und Gewässern. Und genau dieses Konzept verfolgen wir. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, wir sprechen immer über die Temperaturerhöhung. Die Menschheit wird am Ende nicht zugrunde gehen, wenn wir 2 bis 4 Grad mehr haben. Vorher werden unsere Ökosysteme zusammengeklappt sein. Deswegen haben wir dieses Projekt Urban Zero auch aufgesetzt. Das ist erstmalig der Versuch, in einem urbanen Quartier, in dem Fall sogar ein Industriestandort, einen Ort in einen Zustand zu transformieren, der am Ende keine negativen Auswirkungen auf die Biosphäre hat. Und das in einem sehr ambitionierten Zeitraum, wenige Jahre. Wir haben gesagt 2029. Wenn uns das gelingt, glaube ich, haben wir von Ruhrort aus ein Zukunftsprojekt in die Welt gesetzt,
wo viele hinschauen werden. Das auf jeden Fall. Und um das zu erreichen, habt ihr euch zusammengeschlossen, unter anderem ja auch mit der GEBAG oder Green Zero. Haniel ist mit 20% circa an dieser Projektgesellschaft beteiligt. Welche Rolle übernehmt ihr denn genau in dem ganzen Projekt? Haniel ist ja Mitinitiator der Initiative gewesen, heute einer der Kernpartner. Grundsätzlich sind die Aktivitäten, die wir haben, sehr eng miteinander verzahnt. Aber jeder der Partner hat einen eigenen Themenbereich. Haniel ist in Ruhrort verwurzelt, verankert. Wir sind Teil des Gemeinwesens. Deswegen haben wir uns das Thema Beteiligung der Ruhrorterinnen und Ruhrorter auf die Fahnen geschrieben. Ich glaube, ein ganz zentrales Thema. Das fängt an mit Kommunikation, dem Dialog mit den Menschen vor Ort, geht aber noch deutlich weiter. Beispielsweise Bildungsinitiativen, frühkindliche Bildung, schulische Bildung, selbst Erwachsenenbildung, um das Umweltbewusstsein auch nach vorne hin zu schärfen. Und letztlich geht es auch darum, neue Formen von Anreizsystemen und auch Teilhabemodellen zu entwickeln, damit die Menschen vor Ort letztlich auch an dem Erfolg dieses Projektes mitpartizipieren können. Jetzt hast du es schon angesprochen, Teilhabe der Ruhrorterinnen und Ruhrorter. Welche Rolle spielen die denn genau für das Projekt? Also, wir sind nur gemeinsam erfolgreich. Das steht für mich komplett außer Frage. Wenn man nur mal schaut, was haben wir für große Themenfelder? Da geht es um Energieversorgung, da geht es um Fragen der Gebäudesanierung, Energieeffizienz, geht um die Mobilität im Stadtteil in Ruhrort, großes Thema, und letztlich auch um Fragen des Konsums und der Nahversorgung, auch eine große Herausforderung, die wir gerade in Ruhrort haben. Das betrifft uns alle und dafür müssen wir gute, intelligente Lösungen und auch Angebote schaffen, damit jeder die Möglichkeit hat, auch mitzumachen, mitzugestalten, letztlich auch eigene Gewohnheiten zu hinterfragen und die im besten Fall auch mit zu verändern. Und mit dem Urban Zero Festival, dem ersten, das jetzt an diesem Wochenende am 13. stattfindet, fällt damit quasi der Startschuss. Wie wichtig ist also dieses Festival, um das ganze Projekt jetzt auch unter die Leute und ins Rollen zu bringen? Du hast gesagt, es ist der Startschuss für eine gemeinsame Reise, vielleicht sogar ein gemeinsamer Sprint. Ein ganz wichtiger Auftaktpunkt, denn vordergründig steht natürlich jetzt erstmal die Kommunikation an erster Stelle. Wir werden das Festival mit einem breiten Programm haben. Die Menschen können sich informieren, sie können erleben, erfahren, wie ist denn eigentlich dieser Weg, wie wollen wir dieses Ziel erreichen. Was mir persönlich aber sehr wichtig ist, ist, wir möchten die Menschen einladen, mitzumachen. Und wir werden unter anderem eine große Tafel haben unter dem Motto 1000 Ideen für Ruhrort, wo jeder selber Ideen mit einbringen kann, auch Sorgen teilen kann. Wir werden das festhalten, wir werden das ernst nehmen und werden das entsprechend auch weiter verfolgen. Das Festival haben wir ganz bewusst erstes Urban Zero Festival genannt, weil wir schon weitere jährlich planen. Und im besten Fall wird es so sein, dass wir von Jahr zu Jahr dann gemeinsam auch entsprechend Erfolge feiern können. Ja, ein großer Programmpunkt wird auch die Eröffnung des Umweltlokals sein, das wir im Beitrag auch gesehen haben. Wie wichtig ist dieses Lokal und worauf kommt es auch an, um eben Partizipation der Ruhrorterinnen und Ruhrorter zu ermöglichen? Was wir brauchen, sind, glaube ich, sehr niederschwellige Angebote und eine dauerhafte Anlaufstelle. Also deswegen ist gerade das Umweltlokal ein schönes Beispiel. Das ist ein Ort, da bekomme ich eine Beratung, ich kann mich informieren, ich kann auch dort meine Sorgen und Nöte loswerden und ich habe einen permanenten Ansprechpartner da. Also Verstetigung der Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer, und das wird kein einfacher sein, aber ist natürlich immer die Frage, was ist drin für mich als Ruhrorter? Die Umwelt soll profitieren, aber am Ende müssen und sich die Lebensumstände auch der Menschen vor Ort in Ruhrort verbessern. Und das müssen wir aufzeigen, dass es am Ende ein Gewinn für alle Beteiligten ist. Das ist natürlich auch ein langwieriger, langzeitiger Prozess. Du hast es schon angesprochen, erstes Urban Zero Festival, damit er in Zukunft hoffentlich noch viele folgen werden. Wie geht es denn jetzt nach diesem ersten Festival generell mit dem Projekt weiter? Also grundsätzlich ist der Weg durch drei große Schritte gekennzeichnet. Das ist erstens die Analyse, das ist Reduktion und das ist die Kompensation. Also wie viele Emissionen erzeugt Ruhrort eigentlich jährlich? Was heißt das? Wie können wir die dann auch reduzieren und wie kompensieren wir das, was quasi am Ende notwendigerweise übrig bleibt, möglichst an Ort und Stelle in Ruhrort selbst. Was die Analyse betrifft, sind wir eigentlich schon sehr, sehr weit. Kurz vor dem Abschluss, seit einem Jahr sind da Experten dabei, mit wissenschaftlichen Methoden den ökologischen Footprint von Ruhrort zu erheben. Es gibt noch einen Punkt, der uns fehlt
Und da hoffen wir auch auf die Mithilfe der Mitbürgerinnen in Ruhrort. Das ist der private Konsum. Hm. Und wir werden mit dem Urban Zero Festival auch eine App live schalten. Und über diese App hoffen wir, möglichst viele Freiwillige zu finden, die mal für einen bestimmten Zeitraum, 5 Tage, mal ihren Konsum dezidiert erfassen, sodass wir auch diese Daten mit reinbekommen, natürlich anonymisiert, aber die werden dann entsprechend hochgerechnet, sodass wir wirklich ein gesamtes Ergebnis bekommen. Und dieses Ergebnis der Analyse wird dann quasi reinfließen in die Ableitung von Handlungsfeldern. Das Ganze wird in einen übergreifenden Masterplan münden. Da hoffen wir Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres mit das abgeschlossen zu haben. Und dann geht es konkret in Maßnahmen. Also wir rechnen mit über 100 Einzelprojekten, die wir dann ab 2024 auf den Weg bringen, sei es um die Reduktion von Umweltwirkungen voranzutreiben oder auch Flächenoptimierungen entsprechend auf den Weg zu bringen. Es ist also einiges geplant. Der Stein ist jetzt, oder kommt ins Rollen jetzt mit dem ersten Festival. Peter, ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du hier warst und für das schöne Gespräch. Super, ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir viele Ruhrorte gewinnen können.